Zum ersten Fußballturnier der Thermenwinzerinnen hatten die auch sportlich sehr engagierten Damen auf den Sportplatz in Neuguntramsdorf geladen und hatten selbst nicht nur sportlichen Ehrgeiz mitgebracht, sondern auch viele Fans. Das Fun-Fußballturnier gewannen übrigens haushoch die Winzerinnen aus Gumpoldskirchen. Die Thermenregion ist ja eine Weinbauregion mit sehr viel Tradition, aber vor allem auch mit viel Zukunft. Aber heute präsentiert sich die Thermenregion zweifellos von der sportlichen und von der charmantesten Seite. Also ich finde die Idee hervorragend. Das ist einmal eine tolle Geschichte, dass sie nicht nur die Winzer untereinander messen mit ihren Weinen, sondern die Damen praktisch mit den athletischen Können und sie da mächtig reinhauen. Und ich muss sagen, als Obmann bin ich ganz besonders stolz auf unsere Mannschaft, denn sie ist ja Titelverteidigerin letztes Jahr, haben sie den ersten Platz gemacht und da muss ich sagen, dass sie heute ganz kräftig die Daumen drücken. Wir haben Spielerinnen dabei heuer, die das erste Mal beim ersten Training den Ball berührt haben, mit dem Fuß, nicht mit der Hand. Aber ich bin guter Dinge, denn ich trainiere diese Mädels eigentlich schon seit 4 Jahren, immer abwechselnd. Wir haben damals angefangen, bei unserem Zeltfest die ersten Partien zu spielen. Und ich muss eines sagen, ich bin von den Mädchen begeistert. Mädchen, Damen, kann man schon sagen, Mütter. Sie haben sehr viel Ehrgeiz und bringen das auch am Platz im Training. Und ich freue mich auf das Ganze und wichtig ist für uns der Spaß. Das Allerwichtigste ist, dass trotz der ganzen Begeisterung und des Ehrgeizes nichts passiert. Ich denke mir aber, dass hier auch sehr fair Wettkampf gestritten wird und das Wetter spielt auch mit, eine riesengroße, tolle Veranstaltung. Und vor allem, es geht ja um einen sozialen Zweck. Erstens einmal das ist ein ganz, ganz wichtiger Effekt. Ich möchte da gleich einbinden, ich möchte nächstes Jahr diese Veranstaltung bei unserem Zeltfest in Gumpoldskirchen haben, aber natürlich, wenn es geht, nicht nur mit 3 Mannschaften, sondern mit mehr Mannschaften, damit wir das auch gut aufziehen und auch für einen sozialen Zweck dann spenden können. So ist es. Es wird für die Jugend gesammelt und ich denke mir, das ist auch gut so, dass hier unter diesem Deckmantel diese Veranstaltung abläuft. Ja.